meine Träume sind. Du bist mein Anfang, du bist mein Ruin. Mein Name ist Gerhard Gutscher, ich bin Geschäftsführer der Firma Vienna Sound Wiener Light. Und ich bin sehr stolz, heute hier in Burgersdorf auf diesem Hauptplatz stehen zu dürfen, weil für mich alles in dieser Ortschaft vor ca. 30 Jahren begonnen hat. Ich habe damals im Keller meiner Eltern habe ich angefangen, mit Stichsäge und Akkuschrauber Lautsprecher zu bauen. Und heute, wie ihr hinter mir sehen könnt, ja, stehen die größten Stars der österreichischen Popszene auf dieser Bühne. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Wolfgang Ambros. Wir haben hier heute wunderschönes Wetter und ich bin überzeugt davon, dass so wie bei allen Konzerten hier mindestens wieder 5000 Leute kommen werden und dass wir heute wieder eine Bombenstimmung haben werden. Als Jugendlicher, bevor ich gewusst habe, welchen Beruf ich einmal ergreifen werde, bin ich zu Hause in meinem Zimmer gesessen und habe davon irgendwie geträumt, mit Musikern, mit Sängern zu tun zu haben. Ich hatte aber damals überhaupt keinen Plan, was ich da machen könnte. Ich habe mich dann ein paar Jahre als Musiker versucht, war natürlich sehr, sehr erfolglos damit. Ja. Und bin dann irgendwie Tontechniker geworden. Ich war dann über 12 Jahre Tontechniker von Reinhold Pilgeri, auch von vielen anderen österreichischen Austropopern. Und irgendwann ist mein Traum dann in Erfüllung gegangen. Und heute sehen wir unter vielen anderen bekannten Künstlern hinter mir gerade den Boris Bukowski, von dem ich auch ein sehr, sehr großer Fan bin. Ich bin Fabian Aschenbrenner, heute hier beim Burgersdorf Open Air für Video und LED zuständig. Heute haben wir hier eine Lightking 4,8 mm Auto-LED, 40 Paneele sind es im Gesamten, 4x 2,5 Meter, eine hübsche Wand direkt hinter uns. Das Kontrollsystem ist Novastar, heute auch nur mit einer Leitung anzuspielen. Die Firma Vienna Sound setzt schon seit sehr vielen Jahren auf Meyer Sound und auch heute haben wir hier wieder Meyer Sound Systeme im Einsatz. Als Hauptsystem haben wir heute 8 Leoparden pro Seite mit 8 Subs LFC 900 auf dem Boden. Wir haben 2 Delay-Systeme in Lina, 4 Stück jeweils. Das Processing geht über Galaxy 816. Unsere Pulte sind CL5 von Yamaha, auch für Monitor und FOH. Es gibt noch ein Fremdpult von Midas für die Wir 4, genau. aber das ist nicht von uns das mitgebracht worden. Ich bin der Christoph Hofbauer, mache hier das Licht. Wir bedienen hier
16 Robe Pointis und 12 Robe 800 LED Wash. Wir bedienen hier eine Hog, ja, mit dem wir überatmet unsere Lampen steuern auf dem neuen Prinzip von der ELC-Node, ja, was wir neu haben. Also wir haben ein Grundkonzept an Lampen mit Blendern und Frontlicht und sicher gibt es Center-Positionen, Blind-Positionen. Je nachdem, wie die Band agiert, so agiert auch der Lichttechniker. Ja. So fühle ich das halt persönlich gesehen. Ja. Andere Menschen fühlen das halt anders, sage ich jetzt einmal. Aber ich richte mich laut nach der Band und nach der Geschwindigkeit der Band. Kann man auch tun, was man will. Da bin ich her, dort kehre ich hin. Dort spürst du es eins von deiner Söhne, wie von einem.